Ja, da sind wir jetzt nur bei der Slipanlage und bevor es losgeht, checken wir mal kurz den Untergrund, bevor wir da einfach runterfahren und feststellen, ups, wir kommen gar nicht mehr weg. Alles knochentrocken ist gut, würde vielleicht jetzt nicht hier ganz den Rand nehmen. Ja, seht ihr schon, ne, da wird es rutschig, auch jetzt, wenn es trocken ist. Das Erste, was wir jetzt machen, ist einfach mir hier unten die Verschlüsse auf. Das geht relativ zügig. Machen wir einmal den Strom jetzt runter hier. Das hängen wir uns jetzt einfach irgendwo hier erstmal so rum, dass es uns jetzt nicht stören kann. Setzt auf alle Fälle eure Aufsätze hier wieder drauf. So, wenn ihr die hier gesichert habt, dann schiebt ihr die einfach mal möglichst wieder weit rein. So, und jetzt ist hier hinten schon alles frei. Und wir checken das Boot, schauen, dass die Fender jetzt auf der richtigen Seite sind. Fender sind dran. Wir können loslegen. So, dann schauen wir, dass wir schon mittig reinkommen und fahren jetzt auf alle Fälle so weit nach hinten, dass die Reifen weg sind. Ja. Einigermaßen gerade. Handbremse nicht vergessen anziehen. So, wie ihr seht, haben wir uns hier schon ein langes Bugseil, ja, vorne festgemacht. Schaut, dass das Bugseil überall frei ist. Ankurbeln, umlegen. Und dann gehen wir hier jetzt das Ding frei. Und schauen, ob wir irgendwie da zum Haken kommen. Okay. Jetzt ist er raus. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Muskelkraft. Schauen. Und drin ist. So, dann belegen wir das Boot hier. Zack. So, bevor ihr losfahrt, schaut, dass ihr alle Taue, die ihr habt, fest habt. Die Fender, dass ihr die Fender reinholt. Alles reinlegen. Hier ist noch einer. Den holen wir auch noch. Ab. Alles drin. Jetzt kommen wir zum entscheidenden Teil, wenn wir das Boot wieder alleine rausholen müssen. Und da bereitet ihr mal hier Folgendes vor. Öffnet hier die Bremse, das Teil hier, mal öffnen. Und dann zieht ihr einfach mal ganz stark hier an. Ungefähr bis zur ersten Rolle. Gerade da vorne hinkommen. So, jetzt haben wir das Boot am Haken. Motor erstmal hoch machen. Dann die Verlängerungen raus. Links und rechts. So, das ganze Stromkabel wickeln wir einmal hier wieder drauf. Boot ist geslippt. Ist wieder am Hänger, ist gut verstaut. Ja, so ein kleiner Wartungshinweis noch für euch, wenn ihr das Boot jetzt geslippt habt, dann schaut doch einfach mal, dass ihr irgendwo Süßwasser habt, dass ihr bei den Felgen überall mit Süßwasser die spülen könnt, dass ihr euer Kurbel spülen könnt, damit es alles möglichst lange lebt und die Lager nicht kaputt gehen. Natürlich anschließend ein bisschen einfetten, das hilft extrem, gerade wenn ihr im salzigen Salzwasser, sprich in der salzigen Nordsee unterwegs seid. Das hilft euch, damit ihr beim nächsten Mal slippen alles wieder leichtgängig habt und euer Bremse nicht hängt. Das war's heute von uns hier zum Thema Motorboot slippen.